Ich habe es geahnt, sie sind nicht da. Unsere armen Kinder. Mein kleiner Engel. Hey Mädels, wir sollen draußen nach Hinweisen suchen. Wir sollten uns aufteilen, Gang. Scooby und Shaggy gehen in den Keller, während Daphne und Daphne, Velma und ich ins Bett gehen. Doch davor sollten wir in unser Geheimzimmer... Auf in die Farodin Cave! Du willst wieder kämpfen? Wolle nicht, müssen ja. Der Schalter ist in irgendein Schrank. Aber rechts, das hat doch keinen Sinn gemacht, da war doch die Küche. Hier ist der Schalter. Los, darunter müssen wir. Geber, du stehst schon drauf. Oh, unsere Kinder sind tot. Wir sollten Hinweise suchen. Musst du Enter drücken? Oh. Ah, sorry, lesen brauchst du ja IQ für, haben wir nicht. Gut, dass er Enter... Ist egal. 4 Lederrüstungen, 4 Lederhelme erhalten, 1000 Silber erhalten. Was ein tolles Geheimnis. Oh, wir sollten unser Erspartes da reinpacken. Dieses Menü, Mann. Ey, ich hab mal wieder kein Schild bekommen für Gilbert. Das wird auch so, so einem Running Gag einfach. Alia hat einfach. Deswegen sind Priester halt auch so schwach. Wow, Alia hat. Alia. Menü von 10. Oh, Alia darf nicht mehr 2 Waffen tragen. Stimmt, sie ist eine Mutter geworden, ne? Sie ist eine Frau. Ja, Frauen können sowas nicht, laut Anklos. Oder nicht mehr, Entschuldigung. Hey, guck mal, ich kann auch von diesem Menü aus speichern. Warum ist Gilbert der Einzige mit einem Level? Nebst Farodin. Warum sind Selfie und... egal. Schauen wir uns die Zauber mal an. Das sind die Frauen. Ja, wir haben Heilung. Stelle 30, ich habe hier eines Mitglieds wieder her. Feuer, ein Angriff mit der Elementarkraft des Feuers. Eis, des Eises. Ein Schlag der Dunkelheit. Ein Ball aus Dunkel. Wir haben starke Heilung und Mana-Flut. 120 HP eines Mitglieds wiederhält, gibt den Held volles Mana wieder. Und Alia hat Heilung, Feuer. Okay, Alia und Selfia haben die gleiche Klasse anscheinend. Krieger, Magier, Priester, Magier, ja. Und Alia ist ein Mensch. Dementsprechend ist es noch viel weirder, dass sie Blut weint. Als Waffe hätte sie eine Schöpfkelle bekommen müssen. Oder eine Bratpfanne. Nee, eine Bratpfanne macht mehr Schaden. Oder ein Nudelholz. Oder ganz klassisch. Eine Handtasche. Abgeschlossen. Aber das ist doch Gilberts Haus. Ey, es brennt hinter der Tür. I mean, to be fair. So schlecht schaut das nicht aus. Als würden die Flammen aus der über der Tür hinauszüngeln, aber das ist nicht der Intended-Effekt gewesen, das weiß ich. Und nun? Ich war im Geheimraum. Guck mal, die Tür hat ihn kaputt gemacht. Das Haus frisst ihn gerade. Wir sollen hier die Leichen durchsuchen. Ach so. Ja, ah. Das macht Sinn. Immerhin gibt es ein Event, was mir sagt, was ich tun soll. Geh mal da von den kaputten, mit der Robe der zu dem. Schade. Es war von unten. Wait, kostet dunkler Schlag bei Alia doppelt so viel Mana wie bei Selfie? Das muss ich gleich nochmal nachgucken. Nur weil du nicht so emotional sein kannst. Was ist das? Sieht nach einem Menschen aus, der verkleidet ist. Jedenfalls sieht es so aus, als hätten die hier alles verwüstet. Super, das hilft uns jetzt sehr wenig weiter, weil wir nicht wissen, wo die herkommen. Du hast recht, herkommen. Und, was sollen wir jetzt machen? Fahren wir den und schlafen geht's. Oh no.
Dann gehe ich mal los. Vielleicht tun das und weiter geht's. Oh Gott. Okay, nice. Viltrull ist Dunkelelf. Yay. Yeah. Okay, fair enough. Was haben wir für einen Zauber? Gegengiftzauber. Halt Vergiftung. Wir haben Heilen. 400 HP und Mana. Flut gibt den Held volles Mana wieder. Ausrüstung. Der ist schon ein bisschen stark. Warum ist der Lederharnisch schlechter als ein Harnisch aus Tierleder? Vielleicht sind unsere Kinder ja in den Leichen versteckt. Machen wir einfach ein paar neue Kinder. Das ist die Idee. Ich gehe mal ganz kurz hier etwas durch. Es gibt da hier etwas, das nennt sich so. Er hat Phönix gelernt, das war mal ein Item. Alter! Ah, ich habe den besten Dingsens gelernt. Winter. Wie viele Achsrunde glühfrei pfeifen? So, okay. Zauber, jetzt können wir mal durchgucken, wie die Zauber ausschauen. So, wir haben starke Heilung, Wiederherstellung für die ganze Party, der ganzen Party, Erlösung der ganzen Party. Phönix beliebt ein totes Mitglied wieder und gibt ihm 50 HP. Feuer, Flamme, das ist alles in der Metallkraft. Eine Feuerwalze überrollt die Gegner. Flammenexplosion. Nudelholz aus Feuer. Einfach mal Ultima gelernt. Trifft alle Gegner und schädigt sie. Trifft alle Gegner und schädigt sie. Ein Angriff mit der Elementarkraft des Eises. Eises. Eine Eisattacke trifft alle Gegner. Eisspitzen erzeugt aus dem Bodenrahmen der Eiskristalle Winter die Kraft des Winters. Ein Angriff mit der Elementarkraft des Blitzes. Explosion, ne, eine gewaltige Explosion trifft die Gegner. Steinhagel, Angriff mit der Elementarkraft der Erde. Beben ebenso, heilige Erlösung trifft einen Gegner mit heiligen Worten. Da wird die Bibel wieder geworfen. Mit der Bibel kaputt. Ultima, der heilige Spruch von Ultima. Also ist das jetzt easy. Ja, wofür braucht er denn überhaupt die anderen Heilsprüche, wenn er doch eh eingelernt hat, der null Mana kostet? I don't know. Hab ich jetzt hier, okay, da habe ich die Dudes. Moment! Warum ich schlafen geht, hat mich mehr erwischt, als es sollte. Gern geschehen. Was hieß das? Lady Sonia meinte, dass wir nochmal dahin sollen, um nach Überlebenden. Ich glaube, hättest du jetzt gesagt, Lady Stirn, dann hätte ich Lampen holen müssen, damit ich meinen Tisch sauber mache. Zu suchen und dann umzubringen. Habt ihr alles verstanden? Weil das war jetzt so viel. Ja, haben wir. Okay, dann los. Ich gehe wieder zurück. Warum haben wir übrigens... Das war Satan gewesen, ne? Warum haben sie das Bild von Satan? Ja, das ist das alte Buch. Du darfst los. Jetzt übernehmen. Genau. Wir gehen nicht suchen. Oh, scheiße. Ich muss zurück, wenn die mich erwischen. Bin ich... Oh Gott, ich glaube, ich muss jetzt mich schnell bewegen. Jo. Ich dürfte nicht durch. Ah, ihr seid noch da, ebenso wie die Musik. Herrlich. Was ist los? Gleich kommt Besuch. Wir werden von komischen Kapuzenmenschen angegriffen. Sie sagten, sie sollen Überlebende suchen und vernichten. Scheiße, was machen wir nun? Wir sollten uns aufteilen. Das macht am meisten Sinn. Willi Frule mit einem von uns und der Rest mit mir. Okay, ich werde mit Willi Frulev gehen. Ihr nehmt einen anderen Weg. Irgendwann treffen wir uns wieder. Hoffe ich. Und wenn nicht, nun. Ich habe Geld. Hab zwei Textbox, muss ich nachfragen. So steht das im Gewerkschaftsvertrag. Hallo, habt ihr das soweit verstanden oder soll ich mich wiederholen? Bist du sicher? Ihr bräuchtet einen Heiler. Sie müssen sicher aufteilen, sonst werden das sie mehr als vier. Das packt das Kampfsystem nicht. Richtig. Ist doch kein Thema, ich kann die Heilkunst, denn ich habe so meine Tricks.
Okay, dann ist ja gut. Also los, ihr geht jetzt zu ihm, besiegt sie und versucht was rauszufinden und wir legen die Füße hoch. Okay, auf geht's. Ich hoffe, du hast das Kämpfen nicht verlernt. Ganz bestimmt nicht. Okay, los geht's. Take on me. Take me on. Tach, wer seid? Seit wann? Ihr? Ah, die ersten Überlebenden. Auch sie Männer. Aber nicht die Frauen, nur die Männer. I mean, immer. Seid voll laid back, ey. Achso, stimmt. Achso. Gott. Magie. Au, das ist ein bisschen laut. Was? Wo, was war's gewesen? Immerhin sind wir wieder Sephiroth. Sephiroth! Ich will Ultima sehen im nächsten Kampf. Entschuldigung. Wir haben versorgt. Haben eventuelle Spionen und zufällige Zeugen alles richtig mitgehört und verstanden? Oder soll ich das doch mal etwas lauter sagen? Verzeihen Sie, könnten Sie das doch mal ein bisschen lauter sagen? Kein Ding. Wer oder was seid ihr? Oh Gott. Wir sind die... Zucchini. Sie sind Zucchini. Wir sind Zucchini. Neue Wesen, die die Welt erobern werden. Ach, sieht man ja. Ihr seid... Seit wann? Voll schwach und wie wollt ihr... Wie wollt ihr die Welt erobern? Mit den Weltsteinen. Er ist in unsere Gewalt drin. Scheiße, wollt ihr die zerstören oder was? Wer weiß, wer weiß. Wir nicht. Die Lache ist so laut, dass es halt mal wieder 20 Punkte über dem Max gegangen ist. Ich hab sie auch gut und klar gehört. Ja, Mensch, ein Glück ist der Dunkelelf weggelaufen. Die waren ja unmöglich zu besiegen. Das reicht, keiner lacht uns aus. Das reicht, keiner lacht uns aus. Du benutzt schwarze Magie. Ist nix Schlimmes. Ich sag dir, ja, ich bin gut. Aber bin ein Schattenpriester, da darf. Du bist der Dunkelelf, du bist kein Schattenpriester. Nein, aber Heilkunst können doch nur Paladine oder Priester des Guten. Das aber, haben wir in Teil 3 gelernt. Aber er ist ein Schattenpriester. Wir sind Zucchini mit Hackfleisch gefüllt, sind wir sehr lecker und nahrhaft. Das ist eine Lüge, Drachenflamme. Zucchini sind niemals lecker. Dreckige möchte gern Gurke. Aha. Komm, gehen wir weiter. Okay, ich guck mal, dass wir auf Ultima kommen. Dass ich aus Versehen die Ultima-Taste drücke. Warum ist hier ein Event, das ich nicht durch darf? Ich habe passiert schon A39. Ich darf das. Uff, einen besser als A38. Oi. Oi, Angeber hier. Hallo. Gut. Oh nein. Au! Ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Das ist nur Faro, die Logik. Ich hasse Höhlen. Nicht nur du. Immerhin sind die relativ langsam. So. Ja, jetzt ganz doof gefragt. Wird jetzt quasi das abgefragt, was wir im Zoo gelernt haben? Nein, wird's nicht. Danke. Alter Potter, ey. Nun, Ultima funktioniert noch immer. Ich habe sogar B40 im Tresor liegen, aber den hole ich nur hervor, wenn's wirklich kritisch wird. Oh, wir haben gleich 3 Uhr morgens. Zeit für Kramburger. Oh, ich bräuchte jetzt wirklich irgendwie eine Art Kramburger. Tut das weh? Nein. Dünn, 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 dünn.
Ach, ups. Oh, es ist ruhiger geworden hier drin. Ich mag den Baumensch, der eine Ochse-Teufels-Giraffe ist. Ich auch. Gott damit, warum lacht das dumme Menü? Er stirbt, okay. Dann nehme ich einen Schluck, solange er stirbt. Warum lacht das dumme Menü? Ich verstehe, warum du es lustig fandst. Moment, ich höre Schritte. Wie? Du hast Ohren? Oh, was haben wir denn hier? Zwei Maden in einer Höhle. Ich hab die Sensung im Hals. Wer ist hier eine Made? Du bist eine Made. Die Elytron ist so. Wo ist die Made? Da ist die Made. Wo ist die Made? Da ist die Made. Wo ist die Made? Da ist die Made. Ich hoffe, ihr passt alle mit an, wenn wir die Uhren umstellen müssen. Klar. Er hat's richtig. Ich will nicht mehr. Er hat's richtig geschrieben. Das hat aber auch einige Spiele gedauert. Ihr seid so amüsant. Doch nun ist Schluss. Der Unterricht ist aus. Der Breakdancing Gegner. Meine Uhren bleiben, wo sie sind. Na, meine nicht. Pra, du bist so ein Schwächling. Ihr mögt mich besiegt haben, aber der Tod über mich ist sowieso Schnuppe. Lady Sonea wird uns alle wieder von den Reich der Toten wiederholen. Ah, oh, sie sollte dich ins Reich der Grammatik holen. Lady Sonea, wer ist das? Ach, Junge, das wüsstest du gerne. Aber ich sag euch nichts mehr. Ich bin jetzt nämlich tot. Tschüss. Na, wenn so ist, dann stirb, du Missgeburt. Mann, bin ich froh, dass Velitron jetzt wiedergeholt wurde. Jetzt haben wir ein Problem. Wer ist diese Lady Sonea? Hab noch nie von ihr gehört. Aber wahrscheinlich die, die euer Dorf ausgerottet hat. Does not compute, does not compute. Gehen wir weiter. Hey, das hätte Sinn gemacht. Nein, nein. Aus dem Weg, Bastard. Ja, das dürfen Schattenpriester. Boy, was denn? Schon gut. Er lag im Weg. Statt einfach, weil so ein Schritt drüber, egal. Nein, so einfach. Das sind Satanisten. Ich wusste es. Was ist das? Das ist ein Teleportationsrätsel. Da sind die Teleportationsgitter und da ist der Teleportationszirkel. Oh Gott. Bist du bescheuert? Lass uns von dir verschwinden, die schaffen wir niemals. Müssen wir auch nicht. Wir spionieren nur ein bisschen bla bla bla. Sie ist hier in Russland. Wir spionieren. Du kennst das Prozedere. In Soviet Russia, spies on you. Euch, wir haben eine Frage. Dürfen wir Pause machen? Lady Sonea, wir haben eine Frage. Ist ein Hotdog ein Sandwich? Ist Mayonnaise ein Instrument? Seid gegrüßt, Lady Sonea. Habt ihr die Kinder bereit? Seid gegrüßt. Das wollen wir wissen. Weißt du, wir haben eine Frage. Ihr solltet aufhören. Entschuldigung. Ihr solltet aufhören, euch doofe Fragen zu stellen, wie ob ein Hotdog ein Sandwich ist und die wahren Fragen anfangen zu stellen. Ist Müsli Suppe? Ja, hab ich. Ihr dürft jetzt wiederkommen. Was ist mit den Menschen? Lady Sonia, müssen wir doch Milch kaufen. Nein, sie tanzen auf der Stelle wie diabolisch. Jetzt alle Boys, der Synchrontanz des Untergangs. Mir doch egal, killt ihn. Die wahre Frage. Entschuldigung, gib mir eine Sekunde. Die wahre Frage ist doch eigentlich, ob Ketchup ein Smoothie ist. Gott,
hat Edeka noch Klopapier und Lady sind nur oder sie ist Lady störend, Lady gespannt. Keine Sorge. Hat sie uns gesehen, bis sie fragt. Felito steht einfach noch voll im Weg. Hat sie uns gesehen? Wer? Oh. Wir machen noch maximal eine halbe Stunde, okay? Länger halte ich nicht mehr aus. Ist das in Ordnung für dich? Nö, auf gar keinen Fall. Ich denke nicht. Also Jungs, kommt nach, ich gehe schon mal. Lasst uns weiter gucken. Los, den Mensch töten, dann können wir nach Hause. Spike, mach du das. Ich verstehe, warum man Spike Vegeta das machen lässt, der Speedrun sowas. Ha. Okay, hau, hau, hau. Zeit zu sterben, Junge. Nein, ich flehe euch an, Kittyface. So ein bisschen habe ich die Vermutung, dass er aus einem Final Fantasy kommt. Ja, der ist ja tatsächlich One-Time Package. Nein, der ist sogar RTP, okay. Wischt mit seiner Sense den Boden. Ja, ist jetzt sauber. Los, verschwinden wir. Plop. Wollen wir das jetzt noch 6-mal? Wollen wir das jetzt noch 5-mal? Wollen wir das jetzt noch 4-mal? Und uns jetzt noch 3-mal. Noch 2-mal. Muss ich mir das nochmal angucken? Sind wir jetzt endlich fertig? Wann sind wir da? Ich muss mal. Los, den Menschen töten, dann können wir nach Hause. Schweißspätschicht, ich hab eh schon Überstunden. Weißt du, was ich denke? Da ist ein Fehler, wie du denkst. Nein, was denn? Wir gehen denen nach. Vergiss es! Wir holen deine Kinder und hauen wieder ab. Okay! Das macht plötzlich Sinn. Ja. Streamer.exe. Doesn't respond anymore. Und es war das Geräusch von Fensterglas. Wisst ihr eigentlich, wie teuer es ist, Gitter in Fensterglasform zu haben? Ich will meine Kinder gar nicht mehr, ich habe schon neue bestellt. Ich will meine Kinder gar nicht mehr. Seitdem sie weg sind, ist das Haus so viel ruhiger. Ja. Und ich habe ein extra Bett. Glaseisengitter. Genau. Geht doch. Ich kenn sie nicht. Ich habe das Tor aufgemacht, ohne es anzuschauen. Gibt's keinen Schalter oder so? Nein. Kein Schalter oder so. Na egal, gehen wir weiter. Oh, ich habe Kontrolle. Ah. Oh. Hast du schon mal versucht, Enter zu drücken für die Toilette? Ah, schade. Weißt du, was ich denke? Nein, was denn? Dasselbe, was ich jeden Abend denke. Ich versuche, die Weltherrschaft an mich zu reißen. Komm, Pinky. 3 Uhr morgens. Zeit für... Komm, ich bin mir jetzt ganz frech. Ich habe wirklich ein bisschen was an Hunger. Guten Appetit. Der Pharao und der Schwarze. Okay. Gönn dir. Ein Problem. Also scheiße trocken. Ja. Ist trocken und wird immer mehr, je länger du es im Mund hast, als erstmal sich aufploppt. Wie so eine Blume, die du ins Wasser gegeben hast.
Ei. Oh boy. Ich bin froh, dass ich dieses Glas oder diese Flasche mit klarer Flüssigkeit noch hier hatte. Das macht das alles ein bisschen angenehmer. Irgendwie sind wir aus dem Bunker raus, der eine Höhle war. Das ist übrigens wieder aus dem RPG Maker XP. Yep. Fahrerin, wir sollten uns ein Schiff besorgen, damit wir überall hinfahren können. Okay, in der Ironstadt gibt's doch einer mit einem Schiff. Wir sollten ihn fragen. Gott. Wird immer mehr, je länger du es im Mund hast, da kenne ich noch etwas. Ich weiß, Mod. Aber wir müssen jetzt nicht unbedingt über unsere Eskapaden hier sprechen. Ich leg mal ein paar Felsen auf den Berg und in den Wald. Ach, wir sind wirklich in der Mitte? Ne, jetzt mal ganz doof. Also man kann, glaube ich, nicht übers Wasser, nein. Aber ich war ein bisschen überrascht. Ach, das ist Final Fantasy. Was da? Ich dachte für einen kurzen Moment, es wäre irgendein Pokémon-Remix, aber ich glaube, es ist wirklich Final Fantasy. Eskasparan. Ja. Ist das hier... Wir sollten zuerst in das andere Dorf. Au! Hier... Oh no! Wellenpunkt Midi des Schiefmanns sein. Hey Farodin, da fällt mir ein, wir beide können doch die Gedankensprache und können ja Gedanken lesen. Bist du bescheuert? Das macht man doch nicht. Ach was, mit den einen oder anderen Gedanken können wir vielleicht nützliche Informationen bekommen. Okay. Da könntest du recht haben. Lesen wir aber nur, wenn es nötig ist. Ach was, alles ist nötig. Ach come on, Kinas. Don't need me like that. Wer kennt ihn nicht, den Schiffmann? Da... Warte, verzeiht mir. Wann ist Vampire Stone 1 rausgekommen? Weißt du das? So um 2008 herum, ne? Nein, keine Ahnung. Weil da kann ich mir gut vorstellen, dass die Idee von eben genau das hier abgekupfert wurde. Mit der man kann ja vielleicht noch mehr mit der Gedankensprache machen. Willkommen in der Stadt Iron. Hallo. Fühlt euch in dieser Stadt wie zu Hause, denn sie ist wirklich wunderschön und gibst erst seit 8 Jahren. Das ist eine Lüge. Ja, eine schöne Stadt. Was gibst du denn hier so besonders? Übrigens war es das falsche Seid. Dafür, dass er immer mit T verwendet, hat er jetzt einmal das falsche... Hier gibst einfach alles. Ein Laden, ein Hotel, eine Kneipe, einfach alles, was das Herz begehrt. Ist echt nett hier. Ich liebe Fahrradin. Du Fahrradin, ich glaube, Massenmord ist okay, aber das ist doch böse. Ja, aber ich finde nicht okay. Ich möchte nicht. Ja, also zumindest auf der offiziellen Homepage gibt es gerade, oder wird dazu kein Veröffentlichungsdatum genannt. Vampire Stone 1 kam 2001. Wow, jetzt ist es 19 Jahre alt. Krass. Das hätte ich nie gedacht. Nee, das ist jetzt gerade echt krass. Meine Traumstadt besteht auch aus einem Laden, einem Hotel und einer Kneipe. Ja, für mich könnte da noch ein... Nee, das sage ich jetzt nicht. Ich möchte mehr Leute in der Stadt haben, damit es nicht mehr so langweilig ist. Hört hier Midi-Punktwelle auf. Das ist ja geil, wie die Tür jetzt gerade einfach aufgesprungen ist, so richtig aufgetreten. Ich gehe jetzt hier rein. Guten Tag, möchtet ihr etwas zu trinken haben? Vielleicht ein Glas frisches Bier? Pah, Bier ist nur was für Anfänger, aber wir wollen nichts. Ihr seid immer willkommen. Anklos erstes das Bier. Nee, gar nicht Anklos erster Schnaps. Er so, pah! Bier ist für Anfänger. Oh, hallo, kostet doch mal den neuen Wein des Hauses. Nein.
kostet doch mal den neues Wein des Hauses. Alter. Nein, danke. Wir dürfen nichts trinken. Wir sind beide nur es wollen über 18. Jetzt dürfen wir nichts. Na, wenn ihr meint. Ich habe Feierabend. Ganzen Tag Wache zu stehen ist anstrengend. Passiert doch eh nichts mehr. Das Essen ist echt lecker. Ihr solltet davon auch mal kosten. Satan, bist du's? Nee, das war ich nicht. Da kommt man nicht lang. Wir dürfen nichts trinken, wir sind im Dienst. Oh, ach, das sind alles die gleichen Damen hier. Seid grüßt Reisende! Und wie gefällt euch die Stadt? Sehr gut. Ihr solltet mal eine Nacht im Hotel schlafen und eine Nacht da drin und ihr fühlt euch wie neugeboren. Ja, eine heiße Nacht mit schönen Frauen, das wäre was. Hey, kaum lebt er wieder, ne? Horny on Main. Das ist ein Dude, wenn er einen Twitter-Account hätte. Ne? Der würde da konstant Not Safe for Work Accounts retweeten. Hallo, was wünscht ihr? Wollt ihr Rüstung? Nur eine Rüstung? Und Waffen kaufen? Oder eher Medizinsachen? Oder wollt ihr was verkaufen? Nein. Oder eher? Oder eher Medizinsachen. Oh, never mind, ich habe mich verlesen, Entschuldigung. Das kann schon mal passieren. Stab. Die Schwerte der Unski. Unski, Punski. Ein Speer, einfacher Holzbogen. Dummball, ein Ball, ey. Peitsche, eine Peitsche. Das ist vermutlich das Einzige, das wir, was wir aus diesem Spiel noch mit rausnehmen konnten. Das Wort Umbal. Es war kein Wort, was irgendwie komplett scheiße war. Der Boomerang. Wenn ein Boomerang. Ein extrem scharfer Speer. Das ist auch ein scharfer Speer. Nein, das ist nur ein scharfer Speer. Verzeihen Sie, ich möchte diesen Bissen abgestumpft haben. Dickes Schwert. Ein dickes und scharfes Schwert. Oh, er hat es mit F geschrieben. Und er hat ein T dran gesetzt. Hat ja auch nur 4 Spiele gedauert. 5. Der lange Bogen, ein langer Bogen hätte ich mir erwünscht. Ein Bogen mit hoher Reichweite. Standardaxt. Schwer und effektvoll. Nicht effektiv. Katana. Anklers First Animu. Ein fein gefertigtes Schwert. Forke. Eine Art Speer. Nein. Nein. Metallpeitsche. Eine Peitsche mit Seelenbrecher. Ein Schwer aus. Schwer aus feinstem Stahl. Kleine Messer. Ein kleines Messer. Das ist eine Lüge. Das war ganz schön teuer für ein kleines Messer. Gespickte Klauen. Starke Klauen mit Stacheln. Bärenklauen. Klauen so stark wie ein... Die Klauen liegen da auf dem Boden. Alter, finde ich, ey. Bienenstachel. Ein spezieller Speer mit extremer Angriffskraft. Also das war mein Spitzname an der Highschool, der Bienenstachel. Langschwert, ein sehr langes und dünnes Schwert. Langschwert war auch mein Spitzname. Der war zweiter. Wir hören gleich auf, okay? Du bist echt durch, oder? Wir spielen schon wieder 3 Stunden. Eine sehr große Axt. Ein Bogen mit der Kraft des Eises. Drachenklauen mit der Kraft eines... Die Drachenklauen liegen da, neben den Bärenklauen. Pff, schau mir zu. Ha, ho, ha, ho, ha, ho, ha, ho, ha. Fuß runter. Fuß runter. Der Titanspeer, der stärkste Speer, der je gefertigt wurde. Es gibt nur einen davon, der stärkste Speer. Das Rubinschwert, ein starkes Schwert. Hey, ich möchte gerne die Striche kaufen. Verkackt. Es ist 3 Uhr, stay hydrated. Auf euch.
wirklich auf euch. Danke, dass ihr zum einen so zahlreich immer wieder erscheint und zum anderen mit mir mitleidet. Und dass wir 250 sind. So alt wird man erstmal nicht. Der nächste Trash-Stream. Ne, das würde ich dann wirklich auf eine Woche ausweiten, ne, auf 7 Tage. Würde dann bei 500 Followern anfangen. So ein einfaches Schild aus Holz. Ne, ein einfacher Schild aus Holz. Das. No! Och, Manno. Es ist ein Bronzeschild. Ende. Entschuldigung. Beendet, shuttet alles down. Nein. So kann ich nicht leben. So, ich habe Standards. Verdammt, noch eins. Standards habe ich hier. Schwerer und gutes Schild. Eisenschild. Ein Schild aus Eisen. Titanschild. Ein Schild aus robustem Titan. Körperschild. Ein Schild so hoch wie ein Körper gemacht aus robustem Körper. Nennt man das so nicht Turmschild? Ist egal. Heiliger Schild, ein heiliger Schild. Drachenschuppen, ein Schild gefertigt aus Drachenschuppen. 0. Lederharnisch, ein Harnisch aus Tierleder. Kleidung, ein Einrüstung, gefertigt aus normaler Kleidung. Holzrüstung. Eine Rüstung aus Eichenholz. Lederrüstung, Rüstung aus gehärtetem Leder. Standards mit T hinten, genau. Ich lasse Schatten nicht aus, wegen ihm muss ich Kai lachen. Korrekt, Standard. Kai kennt ihr. Leichte Rüstung, leichte, aber effektive Rüstung. Schwere Rüstung, schwer und robust. Stahlrüstung, eine Rüstung aus hochqualitativen. Da ist es wieder falsch. Er hat. Das hochqualitativen. Er hat so viel richtig in dem Wort. Kleiner Applaus. Da wollen wir jetzt über einen Buchstaben. Eisenrüstung, eine Rüstung aus gehärtetem Eisen. Alte Rüstung, alt und robust. Ja, ich hab hier noch so einen Fetzen gefunden, ne? Willst du den haben? Leg mich gleich hin. Okay, da möchte jemand schlafen. Mache Bubu. Da ist die Bronzerüstung, eine Rüstung aus weichem, stabilem Bronze. Hä? Diamantenrüstung, eine Rüstung aus härtestem Diamant. Ja, Titanrüstung. Ein Diamant, das ist auch noch gehärteter. Eine Diamant. Rüstung aus reinem Titan. Drachenrüstung, Schütz vor kritischen Schlägen. 0. Das ist wie eine Schürze. Lederhelm. Ein Helm gefertigt aus Leder. Leichter Helm, ein leichter und guter Helm. Nein, ein leichter Helm. Achso, der ist von einem Toten, Entschuldigung. Schwerer Helm, schwerer und robuster Helm. Stahlhelm, ein Helm aus Stahl. Eisenhelm, ein Helm, gefertigt aus Eisen. Drachen. Ich bin da mal weg. Hallo? Hallo? Hörst du mich? Ja. Das ist gut. Ich bin wieder da. Wieso behauptest du, du warst kurz weg? Der Stream hat gestockt und ich habe dich quasi mitten im Satz dann auf einmal nicht mehr gehört. Okay, Discord warst du. Ja, wie gesagt, das Stream war auch weg. Der doppelte Jordan Classic. Zu dem kommen wir morgen, keine Sorge. Ein Titan! Angriff auf die Titanen! Router, okay, es war der Router. So, Drachenhelm. Ein Helm gefertigt aus Drachenschuppen. 0. Ach, come on. Medizin. Kleiner Heiltrank stellt 50 HP wieder her. Großer Heiltrank stellt 250 HP wieder her. Mana-Trank stellt volles Mana wieder. Stellt mal volles Mana wieder. Regeneration. Wo er es hinstellt, weiß ich nicht. Schatz, wo habe ich wieder mein volles Mana hingestellt? Oh. Hast du schon mal auf der Fensterbank geguckt? Warum sollte es auf der Fensterbank sein? Wenn, dann ist es irgendwo in den Regalen. Regenerationstrank. Stellt HP und MP zu 100% wieder her. Wiederbelebung. Belebt ein totes Mitglied wieder. Gegengift heilt Vergiftungen. Heilkraut heilt alle Zustände. Lebenselixier vollständige Heilung. 0. Rubin erhöht die Max HP um 25, Smaragd Max MP um 50, Diamant Max Angriffskraft um 10, Amethyst Max Verteidigung um 10, Max IQ um 10,
erhöht die Max-Beweglichkeit um 10 mit dem Topaz. Dann haben wir noch den Talisman, Schütz vor kritischen Treffern. Magie-Amulett halbe MP-Kosten, robuste Schiffüberquerung auch von gefährlichen Ebenen. Legend of Zelda wurde gespielt, bevor das hier war. Ach Quatsch. Und wir sind gerade am Anfang des RPG-Segmentes. Geht das Spiel jetzt los? nein. Erhöht die Angriffskraft um 5 mithilfe des Armbands. Der Magiering erhöht den IQ um 7. Und das war's. Ich bin immerhin erstaunt, dass es nicht mehr erhöht ist. Ja, das ist eine ganze Menge richtig geschrieben. Und ich mache jetzt etwas. Wir machen jetzt einen kleinen Abstecher. Dafür muss ich ganz kurz. Ich hoffe, das macht jetzt nichts kaputt. Okay. Ah, nee, er hat nichts kaputt gemacht. Oh, Fall. Achso, weiter oben. Nope. Okay, ein bisschen rechts. Ich finde ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Genau, wir sind hier. So, dann gehen wir jetzt einmal wieder so ein bisschen in die Mitte zurück. Nein, das sind nicht die Schule, die ich gesucht habe. Das sind nicht die Schule, die du gesucht hast. Tada! Habe ich das eben richtig gesehen, dass man einen Trennstrich kaufen konnte? Ja, und das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Aber es ist seit 3 oder 4 Spielen nicht mehr passiert. Max ist der zweite Name von Fadin, ja. Hey, hör mir doch mal zu. So. Ja, macht ja Sinn. So, könnt ihr nicht tragen. So, Drachenrüstung, Drachenhelm. Und dann... Ach, goddammit. Hat man das, den dann auch immer im Detail? Ja, hat man. Ich kann es mal zeigen. Warum kaufst du nur einen? Entschuldigung, soll ich 99 kaufen? Von allen. Wir sind theoretisch 5 Leute. Ja, aber braucht nicht jeder 2? Ich meine, nein, stiefelmäßig. So, ich habe die mal alle aus dem Medizinsektor geholt. Wenn ich ein Spiel veröffentliche, verkaufe ich in einem Shop auch Trennstrich und beschreibe den mit Ziel einer Linie zwischen dir und deinen Feinden. So, genau, wenn ich jetzt unter Items, wir haben hier nämlich jetzt Trennstriche. 99 Stück. Kann man die anlegen? Nein. So, aber ich kann. Die sind ja nicht definiert. So. Dann haben wir jetzt hier Rubinschwerter, da eine Drachenrüstung, da ein Drachenhelm. Guck mal, Vilutrolith hat den gleichen IQ-Wert wie Gott aus dem letzten Spiel. Es fehlen 42. Speichern. Gut. Aber... Schwedische Musikgruppe. Oh nein, ich will wieder zurück ins Haus. Ich würde an diesem Punkt dann... den Stream beenden wollen, wenn das okay ist. Mit dir. Solange wir dann heute Abend nicht so lange machen. Nee, wir werden vermutlich gegen 12 dann aufhören. Oder halt, ich werde dich dann ins Bett jagen. Fair enough. Dementsprechend bedanke ich mich nochmal recht herzlich, dass du dabei gewesen bist. Und ich mit dir deinen Bruder quälen durfte. Und wünsche dir eine angenehme Nacht. Jo, danke fürs Ertragen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.
So, damit sind wir wieder alleine. Cool, hier sind noch mal ganz kurz den Chat nachlesen. Wieso kann Ferrari nur bis 20 und Willi 99? Ich weiß es nicht. Weil das Spiel das so möchte. Weil Willi früher immer verklopft wurde und darum stärker werden wollte. Früher hieß es immer 5 gegen Willi, aber dann wehrte er sich. Stimmt. Und wenn das nicht okay ist, dann tut mir das sehr leid für euch. Abgelehnt! Dann geht Kai schlafen mit seinen Kopfkissen. Du spielst es weiter, bis die Story Sinn ergibt. I mean, to be fair, mache ich wieder den Professor, deswegen den Apfel. Wenn wir den ursprünglichen Teil 1, den wir nicht gespielt haben, weil wir haben Version 1.5 gespielt, wenn wir den ursprünglichen Teil 1 ignorieren, ergibt die Story an sich Sinn. Das Hauptproblem ist halt nur, die Zeiten herauszufinden. Ne, inwieweit so, warum ist dann jetzt hier, Farolin plötzlich 15 gewesen im ersten Teil statt 14? Ne, warum sind 7 Jahre vergangen zwischen Teil 1 und Teil 5 statt, wie eigentlich es hätte sein sollen? Wie viele Jahre sind vergangen zwischen Teil 1 und Teil 5? 13 Jahre. Eine Stadt wie ursprünglich 13 Jahre, aber naja, das sind alles Sachen. Es ergibt mehr Sinn als der alte Machtplot. Oh, auf den freue ich mich auch schon. Das wird sehr interessant. So, wann quälst du mich denn mal? Wie meinst du das? Wann quäl ich dich mal? Herzlich willkommen bei der letzten Schlacht der Elfen, Teil 928. Keuls quälen. Gut, es ergibt mehr Sinn als den... Achso, genau, jetzt fange ich auch schon an. Kingdom Schatten, den alte Macht... Aqua Kingdom Schaden, den alte Machtplot. Pot? Ich weiß gar nicht, was du von dir möchtest, Sordi, aber das ist der Klassiker bei dir. Da sitze ich immer so halb und ich habe nur ungefähr eine grobe Ahnung. Du hast mich noch nie mit Co-Commentary eingespunnelt. Weil du. Du läufst halt immer auf einer 12 und zwischendrin ist es voll okay, aber zwischendrin halt nicht. Nee, wir können ganz gerne irgendwann mal auch ein Projekt wieder mal gemeinsam machen. Hätte ich auch ein bisschen Bock drauf. Jo. Und weil du halt hauptsächlich auf Englisch streamst. Ne? Du kannst mich mal gerne haben, ich hab dich gerne. Guck mal. Das ist für dich. Dann beende ich aber jetzt hier mal die Aufnahme.